Servus Leute und herzlich willkommen hier im Part Nummer, keine Ahnung, aber auf jeden Fall werden wir jetzt hoffentlich bald Level 87. Müsste eigentlich ganz gut klappen und ja, schon wieder ein Level mehr. Das war aber einfach größtenteils auch die coole Quest, die wir hatten. Die hat's echt schön gebracht, die vom Bürgermeister da von Darkon, ne? Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es gesehen hat. Papa, okay, sehr schön, Level up. So muss das sein. Hat doch jetzt schön schnell geklappt. Und wir haben noch zig Minuten Zeit. Das ist doch auch schön. So, wie viel haben wir hier? Da haben wir das und das. Ja, das sind eigentlich... Ja, da könnten wir ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Könnten wir ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Leben gebrauchen wir eigentlich immer. Ist da was? Das geht dann gerade so schön auf hier mit 80 dann. Insofern mache ich das jetzt einfach mal hier drauf. Dann haben wir hier schön 80. Und dann muss ich jetzt erstmal wieder SDA schön weit hoch machen, damit wir da wieder ein bisschen mehr haben. Weil eigentlich soll es ja 2 zu 1 zu ein bisschen hier ein bisschen Verteidigung, aber den Rest braucht... Okay, eigentlich brauchen wir die gar nicht, die beiden. Nun gut, keine Ahnung. Dann hätten wir das auf jeden Fall mal gemacht. Sehr schön. Was liegt da Schönes? Oh, kein Mensch. Wobei, dürfte eigentlich schon fast... Nein. Blöde Idee. Ganz blöde Idee, dahin zu laufen. Ganz, ganz blöde Idee. Wobei, das Ding wollte ich eigentlich schon haben, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der Rote mich da gleich anvisiert und sagt, stirb. Geh mal ein bisschen zurück. Da liegt noch ein cooles Schwert. Leute, sorry, ich kann es nicht liegen lassen. Ich bin echt... Das will ich verkaufen. Folgen! So, sehr schön. Der Buff fällt auch noch ein paar Minütchen. Sehr schön. Link Attack, also ja, klappt doch jetzt eigentlich recht gut. Und wir haben schon wieder 1%. Immerhin 1% haben wir. Gibt es eigentlich jetzt irgendwas Neues hier irgendwie? Ja, hier können wir natürlich nichts sehen, das ist auch fast schon klar. Darkon gibt es wahrscheinlich ein paar neue Missionen. Wir nehmen jetzt einfach mal noch Stadt hier. Claris gibt es, ja, Standard. St. Morning hat noch was. St. Morning könnten wir nochmal vorbeigucken, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Und hier Standard Questverwaltung. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir auf jeden Fall nochmal irgendwann bei St. Morning vorbei. Das können wir auch mal öffnen und gleich wieder schließen. Weil im Moment, glaube ich, wollen wir hier noch nichts, oder? Wir könnten nochmal hier... Stonehenge machen wir mal auf... Machen wir mal auf 15, dann haben wir noch genügend Punkte für irgendwas anderes, was wir mal irgendwann machen wollen. Und das Ding auch ruhig kein Mensch. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Effekt war gerade noch hinter ihm und jetzt ist er schon wieder 10 Kilometer weiter. Nun gut. Hier haben wir gleich schon wieder Stufe 1 erreicht, das heißt, wir kriegen auch wieder schön Kohle. Was ist denn das? Wir lernen, kannst du Belohnung für Stufe 1 erhalten. Wie bekommt man Punkte? Und davon hängen diese ab. Auslösen. Weiter eingeloggt, wenige. Jagd auf Monster angemessen, Level. Normal, Jagd auf Monster, Hände ist erhöht. Jagd von Boss geschlagen. Okay, was kriegt man da? Also das ist die Belohnung oder was? Achso, die Punkte, die man eben kriegt hier. Aha, okay. Aber ich komme hier trotzdem nicht über Stufe 3. Also ist ja egal, okay, es geht vielleicht schneller, wenn ich einfach paar Viecher kill, aber trotzdem komme ich ja nicht über Stufe 3. Das ist ja die Frage, vor allem weil hier steht bis Stufe. Okay, steht nicht, bis welche Stufe es geht. Vielleicht geht es echt nur bis Stufe... What the... Alter. Mega-Skills hier. Vielleicht geht es echt nur bis Stufe 3, aber keine Ahnung genau. Und ich habe wieder dran gedacht hier. Unglaublich. Zack. Schön. Achtung, da kommt ein Aggressiver und der wird gleich aggressiv, ja. Stört aber nicht wirklich, denn jetzt ist er tot. Ja, man sieht zwar nicht viel, was da passiert, aber irgendwie muss es wohl, müssen die alle eine Seifenblasenallergie haben. Gibt es eigentlich eine Seifenallergie? Gibt alles Allergien. Gegen alles kann man allergisch sein. Das nervt zwar etwas, aber hey, was soll's.
Ich finde die Waffe sieht cool aus. Die insgesamt sieht das alles, das komplette Ding cool aus. Na, ich will euch nicht sehen. Hier. Halt so richtig schön chinesisch. Ich meine, ich habe so ein Kimono schön. Okay, die Schuhe passen nicht. Die Schuhe passen echt nicht. Das kann man nicht sagen. Aber sonst sieht alles cool aus. Also das Drachenschild, der Hut passt, die Waffe passt perfekt. Nur die Schuhe. Die Schuhe müssen wir noch. Da müssten wir jetzt so, ich weiß nicht, kennt ihr diese einfachen Holz? Das ist einfach so ein Holzbrett. Und unten drunter so kleine zwei Holzblöcke. Ja, Rechtecke halt. Kann man sich das vorstellen, wie ich das meine? Vielleicht kennt es auch der ein oder andere. Diese Schuhe halt, wo das sind irgendwie so Stand-China-Schuhe. So stelle ich mir China-Schuhe vor. Weil irgendwie, das hatten die auf jeden Fall früher mal, aber ich glaube auch nur, weil sie dann eben dadurch leicht im Schlamm oder so laufen konnten, ohne das einsinken. Und auch nicht direkt alles. Ja, es hat einfach Vorteile, die Dinger. Deswegen haben die genommen. 102 sind die hier. Also bei 102ern. Und wir haben schon wieder. Es wurde ja schon fast wieder Zeit, dass es wieder das ganze Ding raushaut. Aber nun gut, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht vergessen, die Zeit wieder weiterlaufen zu lassen. Na gut, also, naja, was soll man machen? Manchmal ist es eben Ewigkeiten gar nicht, so 20, 30 Parts gar nicht, und manchmal ist es eben alle zwei Parts oder zweimal im Part. Das ist natürlich dann das richtig Nervige. Aber ich meine, da erinnere ich einfach nur an die frühere Zeit da, bei den Anfangsparts da, wo ich echt irgendwie alle zwei Minuten ungefähr rausgekickt wurde und mir dann echt überlegt habe, ob ich das nicht lasse, das Ganze mit Flip, weil ehrlich gesagt, so macht es dann einfach keinen Bock. Aber im Moment geht es ja eigentlich relativ und deswegen kann man es auch ruhig weitermachen, es macht ja immer noch Spaß. Was liegt da schön? Ist irgendein Flip-Piece wahrscheinlich? Nee. Was ist denn das? Denke mal, schadet auf jeden Fall nicht, weil Int ist hier bei einem Psykeeper auf jeden Fall nicht schlecht am Platz. Ich könnte damit rein gar nichts anfangen, aber nun gut. Ich könnte eigentlich mal, Moment mal, kann auch ein Egg sterben? Egg kann nicht sterben, ne? Ich hole jetzt einfach mal hier mein Egg raus. Haben die alle nur Leben? Wir haben alle nur Leben, ne? Ja, die haben alle 0 Leben. Wisst ihr was? Ich glaube, ich züchte mir nochmal so ein Egg hoch. Oder? Wobei, warum eigentlich? Warum? Ich brauch's gar nicht. Bringt gar nichts. Das bringt. Ja, okay, es wäre eigentlich echt Schwachsinn. Das wäre Verschwendung von Pet Food. Als wenn ich davon nicht genug hätte. Nein, okay, man kann nie genug haben. Aber trotzdem wäre es. Oh, verdammt, jetzt. Ich hätte es verpennt. Ich gebe es zu, ich hätte es verpennt. Hinterher. Aber das sind hier nur Einzelattacken, ne? Ich glaube, es sind keine einzigen Gruppenattacken sozusagen dabei. Das ist eben alles 101. Glaube ich zumindest, wobei die Effekte irgendwie anders aussehen, aber ich meine, vom breiten Bild sollte man sich da nicht so täuschen lassen. Zack, zack. Das sieht nicht schlecht aus, was da alles hochgebufft wird. Kann man echt nicht sagen. Hat was. Naja, und ich habe insgesamt schon wieder 8%. Es läuft, es läuft, es läuft. Ein 80er Skill. Das ist der hier oder was? Also, ja, ich meine, ich weiß, was er macht circa, aber ich weiß nicht, wie er aussieht oder.
Ich hasse es, wenn es wieder gleich verschwindet. Ja, halt gelesen hier, ne? Kannst du der MP-Verbrauch liegt bei. Ja, man weiß aber auch nicht genau. Also, ich meine, was cool wäre, wenn ich jeden töten könnte damit, aber ich glaube ehrlich gesagt, das stimmt nicht so ganz. So, okay. Dann will ich nochmal eben gucken. Nachrichten haben wir keine, das ist doch auch mal ja, okay. Nicht unbedingt schön, aber auf jeden Fall müssen wir nicht zum Biegkasten rennen, ohne dass wir sonst Angst hätten, dass wir irgendwas verschlafen würden. Der stärkste Skill des Spiels, nicht schlecht. Der stärkste Skill des Spiels. Leute, noch ein Riesengrund, warum man AOE werden sollte oder eben besser Assist oder Bildposter. Stärkster Skill des Spiels. Ich wiederhole es nochmal. Nicht schlecht, wusste ich selber nicht. Wenn jetzt alles kommt, dann wäre ich echt positiv überrascht. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich meine, noch bin ich nicht Level 80 und ich weiß noch nicht, nochmal, aber... Okay, das ist übertrieben. 300, ey. Aber ich meine, die haben dann wahrscheinlich auch alles andere noch. Die sind hochgeskillt, bis es wieder aus den Ohren rauskommt und dann noch andere super Sachen. Die sind wahrscheinlich auch hier top ausgerüstet. Genau passend auf das Ding. Aber ich meine, finde ich auf jeden Fall cool, dass ich den stärksten Skill lernen kann, wenn ich es jetzt mal... Hat doch irgendwie was. Ah ja, ich meine, mit Geld kann man sich hier relativ viel kaufen im Schliff, was natürlich auch ein relativ ein relativer Nachteil eigentlich ist. Ich meine, also ich find's zwar okay, ich meine klar, das Spiel an sich ist ja kostenlos, aber es wird ja immer mehr, dass du alles kaufen musst. Also früher war es ja auch so, dass man eigentlich, man konnte das Spiel ohne Probleme spielen, ohne dass man einen Cent dafür ausgibt. Und ich meine, okay, das kann man heute auch noch machen, aber es wird natürlich schwieriger. Das natürlich so hoch zu bringen. Also ich weiß nicht, ob man überhaupt also man kann sich auf jeden Fall nicht mit 100 also gleich level ach du Kacke, auf jeden Fall Leute mit dem gleichen Level kann man sich nicht messen, die eben, wenn der eine Geld ausgibt, der andere nicht, das geht natürlich dann einfach nicht. Da kann man sich schon relativ viel mit kaufen. So, ja, der Part ist schon wieder um hier, Mensch. Was soll man machen? Ja, ich würde dann sagen, wie viel Prozent haben wir schon wieder? Schon wieder 12%, also es geht vorwärts hier, sehr schön. Würde ich auf jeden Fall sagen für diesen Part. Danke fürs Zuschauen, Dankeschön auch nochmal an Like Lollipop fürs Leveln. Falls wir im nächsten Part nicht wieder hier sind im Tower, sehen wir dann auf jeden Fall mal. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!